Warum Walulis Daily die Zuschauer wegekelt? Ich weiß, das Video von Walulis zum Thema E-Sport und warum die Szene die Frauen wegekle ist jetzt schon doch wieder ein bisschen älter, aber es hat nun mal ein bisschen länger gedauert, an einem solchen Video zu arbeiten. Außerdem ist es das erste Video solcher Art, das ich auf diesem Channel hochlade. Also hört mir einfach zu und gebt mir am Ende einfach den Shitstorm. Mann, 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 Walulis, was habt ihr euch denn da für einen Mist aus dem Hintern gezogen? Euer Video über die E-Sport-Szene ist cringe pur. Lasst mich euch mal ein wenig aufklären. Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Vor einer ganzen Weile hat Walulis Daily ein Video über E-Sport hochgeladen und sich darin mit der Benachteiligung von Frauen in der Szene beschäftigt. Link ist in der Videobeschreibung. Ganz wichtig, Leute. Dieses Video ist so gedacht, dass ihr euch das echt erstmal angeguckt haben solltet. Schließlich hat jeder im Endeffekt eine eigene Meinung. Bitte, guckt euch das Video erst an von Walulis und dann guckt ihr euch dieses Video an. Alles klar. Video ab. Das klingt ja erstmal ganz gut. Sexismus ist Kacke, das sollte nicht sein. Aber ohne zu viel zu spoilern, hätten sie das Video nach der Aussage beendet, wäre es ein gutes Video gewesen. Wirklich. 2 bis 3 Sekunden, für mehr Qualität hat es nicht gereicht. Aber starten wir doch mal rein in die Analyse. Nach ein paar Billo-Witzen geht das Thema glücklicherweise direkt in die Vollen. Die E-Sport-Szene hat alles. Nur keine Frauen. Diese werden benachteiligt und seien kaum vertreten. Und danach kommt direkt der erste Patzer. Das sei nicht nur im E-Sport, sondern auch im Casual-Gaming so, wo die Frau ja nicht gerade toll dargestellt ist. Unterstrichen werden soll diese Aussage durch eine Szene aus The Witcher 3 Wild Hunt, in welcher Geralt mit Kira zu sehen ist, welche ganz offenbar auf ein Techtelmechtel zusteuern. Und das passt Vanullis nicht! Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau? Ganz klar problematisch! Das muss man sich mal geben. Die reißen die Szene komplett aus dem Kontext und ihr Argument haut trotzdem nicht hin. Dass in Spielen mal Sex und Nacktheit vorkommen, kann halt mal passieren. Solche Spiele sind ja auch eher für die Größeren gedacht. In Sims können die ja auch bumsen. Na und, ist Sims jetzt sexistisch? Menschen interessieren sich. Achtung, gewagte These. In erster Linie für Sex, weil es ihnen Spaß macht. Selbst wenn man das Spiel nicht kennt, kann man nicht ernsthaft behaupten, man würde nicht sehen, dass sich hier beide einfach auf eine gute Zeit freuen. Außerdem ignorieren wir mal nicht länger die Herde Elefanten im Raum. The Witcher 3 Sexismus vorwerfen muss echt das Dämlichste sein, was ich auf YouTube so gehört habe. Und ich habe da so einigen Schmuh gehört. Erstens, Achtung, Spoiler für The Witcher 3. Kira nutzt in dieser Szene Geralt aus, um an etwas im nahegelegenen Turm zu kommen. Sobald er zu sich kommt, ist sie weg und er weiß, dass er verarscht worden ist. Das Ganze hat ihr also wohl mehr genutzt als ihn, wenn wir schon davon sprechen. Zweitens, strotzt die Witcher-Reihe nur so vor verdammt starken Frauen? Yennefer, Ciri und Triss sind da nur die, die am häufigsten vorkommen, aber es gibt noch eine ganze Armee davon. Das Spiel so in den Kontext zu setzen, ist so fremdschämwürdig, dass ich echt nicht weiß, ob man das nur gemacht hat, wenn man provozieren wollte. Falls ja, Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Ein Blick in die Kommentare für nicht mal 10 Sekunden spricht Bände darüber, wie community-fern ihr seid. Und falls nein, dann what the fuck? Nach so krassen Boomern seht ihr gar nicht aus. Hat echt keiner von euch das Spiel gespielt und das klarstellen können? So viel schon mal zu ihrem ersten Beleg dafür, dass Frauen in der Gaming-Szene schlecht dargestellt werden. Slowclap initiated. Ziemlich mutig also, zu fragen, ob man jetzt GTA auf den Müll werfen müsse und nicht das eigene Videokonzept. Und dann geht es erst richtig los. Jetzt wird als Quelle der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse hinzugezogen, welcher darauf verweist, dass Frauen besser mit komplexen Aufgaben unter Zeitdruck klarkämen. Schön und gut, Walulis. Aber was fangen wir jetzt damit an? Dass eine jede Frau automatisch ein Anrecht auf einen Platz in einem E-Sport-Team ihrer Wahl hat? Ich werde jetzt mal besser ganz langsam. E-Sport-Teams entstehen meist über eingeschworene Kumpels, die im Privatleben damit angefangen haben, ein bestimmtes Spiel immer und immer wieder zu spielen. Und deshalb auf die Erfahrung als Zockerkreis zurückgreifen können, um knifflige Situationen in einem Match zu lösen. Das heißt, wenn du in deinem Bekanntenkreis ein paar Leute kennst, die wie du ein Spiel spielen, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich sehr oft mit denen trifft und die Wahl auf eben diese Leute fällt, wenn es darum geht, möglicherweise ein E-Sport-Team zu gründen. Stell dir nur vor, da kommt jetzt jemand Fremdes oder sogar jemand Bekanntes an und sagt, hey, ich will bei euch mitmachen, weil ich gehöre einem Geschlecht an, von dem Sportwissenschaftler gute Dinge sagen und als solche verlange ich einen Platz in eurem Team. Oder ihr seid Sexisten. Mir doch egal, dass wir als Team da nicht so viel Erfahrung haben. Ja. Klingt ganz schön dämlich, ich weiß, aber in die Ecke stellen darf Walulis sich noch nicht. Wir haben ja gerade mal 2,5 Minuten des Videos durch. Frauen sind ja wohl besser in puncto Kommunikation. Und das könnte der Szene ganz gut tun. Als...
Ach Gott. Als Beweis folgt ein Einspieler einer League of Legends Meisterschaft, bei dem das Match auf dem Höhepunkt ist und es sehr laut ist. Dass es am Ende eines Wettkampfes mal laut werden kann, kennt jeder, aber für Valul ist es klar, Männer brüllen ja nur wild rum und das hier ist ersichtlich und somit eindeutig erwiesen. Video abermals aus dem Kontext gerissen und trotzdem nicht mal gut genug für ein halbgares Argument. Dranbleiben, Leute, dranbleiben! Valul ist noch nicht fertig mit Spaß und Quatschen. Jetzt kommen drei Frauen und ihre Erfahrungen mit der Szene ins Spiel, darunter zwei, die selbst gespielt haben. Hier kommt die Aussage, der E-Sport bevorzugt Männer, mit einem themenverfehlenden Verweis darauf, dass es auch überall sonst so ist. Valulis fragt dann, warum selbst das größte E-Sport-Spiel LOL, also League of Legends, seit 2009 so wenig Frauen der Pro League hat. Dazu ein Einspieler von LOL-Zockerin Seiner, der zufolge es bei Mädchen eher verachtet wird zu zocken als bei Jungs. Wobei die Gute hier auf das soziale Umfeld und die Eltern verweist. Eine Aussage, die wohl nicht ganz zu Ende gedacht zu sein scheint. Wenn es an den Eltern liegt, ist das Problem eher an einer anderen Stelle zu bekämpfen und dass man als Zocker, egal welchen Geschlechts, verachtet wird, kann schon mal sein. Ich als Kerl bin in der Schulzeit regelrecht von vielen Mädchen eher mit Blicken gestraft worden als von anderen Jungs. Aber es gab auch genug andere Jungs, die mich deswegen verachtet haben, weil für die zum Beispiel normaler Sport an der obersten Stelle stand. Außerdem wird das wohl von Eltern zu Eltern verschieden sein. Mein Erzeuger war in seiner Jugend leidenschaftlicher Zocker und hatte kein Problem damit, dass ich es auch bin. Meine Mutter war da eher desinteressiert und hatte kein Verständnis für die Faszination. Dann wiederum habe ich Eltern von Freunden kennengelernt, die dasselbe wie ihre Kids zocken, weil alle in der Familie auf Videospiele stehen. Ist aber auch nur meine Erfahrung. Seiner wird ihre eigene gehabt haben. Aber das macht diese ja nicht umso mehr zur Vorzeigequelle schlechthin. Sie ist jedenfalls nicht auf Persönliches eingegangen und ihre Aussage klang für mich eher verallgemeinert. Valulis? Es gibt also Pro-Gamerinnen, aber warum sind die nicht in den Top-Teams? Also, bevor ich jetzt sämtlichen Männern der Szene einfach mal Sexismus vorwerfe, weil sie eben Männer sind, würde ich dazu tendieren, auf eventuell mangelnden Skill zu schließen. Und dann kommt ein weiterer Einspieler mit einem wirklich dummen Zitat aus einem Podcast, in welchem sich der Sprecher fragt, wo man denn bei Turnieren die weiblichen Zocker unterbringen sollte. Oh verdammt Leute, Valulis hat den eindeutigen Beweis für den Sexismus der Gaming-Szene doch noch gefunden. Ihr wisst schon, diese eine Aussage in einem Podcast, den kaum wer kennt. Verdammt seist du Valulis, du Verfechter der Gerechtigkeit. Nee, Spaß beiseite. Die Aussage von dem Typen ist wirklich dumm. Im Kern geht es ihm wohl darum, dass wenn ein Team nur aus einem Geschlecht besteht, man sich Unterbringungskosten sparen kann, weil Personen desselben Geschlechtes weniger ein Problem damit haben werden, sich ein Zimmer zu teilen, als wenn es Unisex wäre. Das ist im rein wirtschaftlichen Sinne schon irgendwie verständlich, aber wenn es um eine Spielmeisterschaft geht, in der man meistens mehrere 10.000 Euro, wenn nicht sogar mehr gewinnt, kann man das wohl verkraften, ein Zimmer extra zu mieten. Hier würde ein Punkt an Valulis gehen, wenn man das Ganze denn auf eine ganze Allgemeinheit beziehen kann. Fakt ist, dass es sich hier aber um ein Einzelbeispiel handelt. Natürlich kann es mehr Leute geben, die so argumentieren würden, deswegen keine Frauen in die Mannschaft mit aufzunehmen. Aber es ist eben nur ein Einzelbeispiel. Es ist keine Studie, es ist ein einzelnes Beispiel. Dann kommen Einspieler einer weiteren League of Legends-Spielerin, nicht wahr, Valulis? Auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde, weil es lediglich ein Kommentar zu dem vorangegangenen Einspieler ist. Die gute Dame macht sich halt eben ein bisschen darüber lustig, was der Kerl da von dem Podcast gesagt hat. Was, wie gesagt, sehr verständlich ist. Es hilft aber einfach dem Thema nicht weiter, sich viel zu lange auf diesen einen Punkt zu stürzen, der wohl gerechtfertigt ist. Warum man sich dann aber jemand Bestimmtes halt raussuchen muss, zum Beispiel die Frau aus der Zockerszene, ist eben immer noch nicht ganz klar. Danach ärgert sich dann Seiner darüber, dass manchmal bei riskanten Plays passt echt Eier gesagt wird. Oder so ähnliches. Ja, also okay, wenn wir jetzt schon Korinthen kackern wollen, dann aber richtig. Männer haben ja bekanntlich Hoden und Frauen haben Eier an ihren Eierstöcken. An der Aussage ist jetzt also irgendwie wenig bis gar nicht problematisch. Ganz abgesehen davon, dass das eigentlich fast immer ein Kompliment ist, da hat wohl jeder seine Meinung zu. Zu Valutas Thesen würde ich es aber nicht hinzufügen. Als nächstes schweift Valulis wieder mal ab. Jetzt geht es nämlich um die Entwickler und nicht mehr um den E-Sport. Bei Riot Games, also den Entwicklern von League of Legends, habe eine Mitarbeiterin in einem Monat 500 Mal das Wort Dick, also Schwanz im Englischen gehört. Wo jetzt der Wahrheitsgehalt und darüber hinaus der Beitrag zur Problemlösung oder Bekämpfung oder Erkennung liegt, ist mehr als fragwürdig. Ganz zu schweigen davon, wo das die Benachteiligung der Frau der Szene beweisen soll. Welchen es gibt! Nun macht Valulis einen EA-haften Job, die richtigen Beispiele dafür zu finden. Mittlerweile ist erst die Hälfte des Videos um und Zuschauer werden abermals zum Wegschalten herausgefordert. Ein unglaublich cringiger Einspieler des Valulis-Teams folgt, welcher einen unglaublich schlechten Gag darstellen.
Ich sage nur, guter Humor in dieser Folge, Schwanz zu knicken. Oh, und wusstet ihr schon, dass Super Mario sexistisch ist? Ja, ich weiß. Machen wir einfach weiter, okay? Oh Gott, das ist so traurig, Junge. Was viel wichtiger ist, ist der Einspieler von Feminist Frequency danach, wo mehrere Asbach-uralte Spiele wie Kane & Lynch oder Prototype gezeigt werden, bei denen die Frau des männlichen Protagonisten stirbt und dieser dann seine Tochter retten muss. Tausendmal gesehene und lame Story? Ja. Sexismus? Hä? Nein, was zum Arsch? Der Logik dieses Einspielers zufolge könnte man ja auch sagen. In Tomb Raider geht es um eine Frau, die Waffen hat und Leute tötet. In Horizon Zero Dawn geht es um eine Frau, die Waffen hat und Leute tötet. In Last of Us 2 geht es um eine Frau, die Waffen hat und Leute tötet. Ist das unfair und oberflächlich diesen Spielen gegenüber? Ja, verdammt nochmal. Aber untermauert ist den Punkt. Nein, denn es gibt ihn nicht. Es gibt diesen Punkt einfach nicht. Danach wird ein Easter Egg aus Ratchet & Clank gezeigt, bei dem die Brüste eines Alien wachsen, wenn Ratchet vor ihm herumspringt. Ja, gut, das ist wirklich ein echt dämliches Easter Egg. Aber sich davon angegriffen fühlen und es auf die Szene zu schieben, wäre doch wohl arg überzogen, zumal das Spiel fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Hey Leute, ein kleiner Einspiel von mir. Nubiwan und mich hat es einfach nicht in Ruhe gelassen und wir haben nachträglich nochmal ganz kurz geschaut, ob das bei der PS4-Auflage von Ratchet & Clank immer noch ist, dass dieses Easter Egg drin ist, und nein, es ist es nicht. Voludus und seine Truppe hätten sich vielleicht vorher mal informieren können, ob dieses Easter Egg immer noch vorhanden ist, weil das im Prinzip ein Punkt zeigt, wo sich die Videospiele-Szene super verändern möchte, um sowas halt einfach nicht mehr drin zu haben. Und ich finde es wirklich sehr gemein, dass sie dieses wundervolle Spiel so runtermachen. Ich habe es zweimal durchgezockt hintereinander und kann es wirklich sehr empfehlen. Und mich persönlich als Frau hat es absolut nicht gestört, dass dieses Easter Egg drin war. Merkt ihr was? Genau. Die meisten Spiele, die man hier stellvertretend für Zehntausende von Titeln vorzeigt, sind insgesamt alle sehr, sehr alt. Wisst ihr, was noch sehr, sehr alt ist? Die ich schaue mir nur drei Beispiele an und schmeiße dann alles in einen Topf-Taktik. Die legt man aber eigentlich so spätestens mit 13 bis 14 ab. Danach sollte man sich besser schnell angewöhnen, seine Meinung mit Fakten zu unterstützen. Sonst wird es bei Unterhaltungen auf Partys ganz schnell unangenehm. Ganz zu schweigen vom YouTube-Kanal mit über 200.000 Abonnenten. Natürlich muss der Grund für das Easter Egg im Spiel mit einem weiteren Cringimus Maximus-Gag des Valulis-Teams erklärt werden. Also Leute, wirklich, wenn doch wenigstens die Witze in dem Video gut gewesen wären. Der nächste ist nämlich noch schlechter. Ein weiterer Feminist Frequency-Einspieler mit dem Statement, es sei vollkommen okay, Medien zu genießen, solange man sich der sexistischen und problematischen Dinge darin gewahr ist. Weil ja jetzt in allem noch Sexismus und Probleme sind. Warum überhaupt noch zocken und Fernsehen? Ist doch eh alles schlecht, was wir da sehen. Valulis zum Beispiel. Der wirft nämlich schon mit dem nächsten themenfremden Einspieler um sich. Darin geht es um... Schox. Oh Mann, herauszufinden, wie man das ausspricht, hat mich fast 10 Sekunden gekostet. Schox spricht von ihren Erlebnissen zu Beginn ihres Moderatorinnen-Daseins in der Gaming-Szene. Auf Twitter hatte sie anfangs 100 Follower und 2 Hater, später dann 1000 Follower und 20 Hater. Im Kontext des Videos von Valulis ist Hater jetzt also ein Synonym für Mann. Wirklich großartig, wie hier Aufklärung gegen Sexismus betrieben wird. Nicht mit der Aussage über das Follower-Hater-Verhältnis zusammenhängt, sagt Schox, sie sei heutzutage glücklicher als damals, als es fast ausschließlich Männer gab. Und das ist ja auch verständlich, aber es sagt nichts darüber aus, inwiefern ihr der Hate nur von Männern galt und heute gilt. Frauen sind ebenso irrational wie Männer dazu in der Lage, jemandem etwas nicht zu gönnen, also welcher Punkt soll hiermit verdeutlicht werden? Seine meisterliche Argumentation schließt Valulis übrigens mit den Worten: Tja, und umso mehr Frauen die Branche unterwandern, desto größer sind natürlich die Chancen, dass die männlich geprägten Strukturen mit der Zeit aufgebrochen werden. Unterwandern? Sind Frauen und Männer jetzt im Kalten Krieg miteinander und spionieren sich gegenseitig aus? Unterwandern ist die wohl schlechteste Wortwahl für diese Aussage, die wohl ansonsten immerhin noch am treffendsten im ganzen Video ist. Einen Anfang könnte er selbst machen, indem er das Studio einer anderen, weniger unsympathischen Person überlässt. Was ist das nur mit Funksendern und ihrem Potenzial in Fettnäpfchen bezüglich Sexismus und Rassismus zu treten? Für einen weiteren Lacher sorgt Valulis dann noch, indem er einen Einspieler über Lion, die erste weibliche Meisterin in Hearthstone, zeigt, in welchen die deutschen Untertitel ihr Gesicht nahezu vollkommen verdecken. 11 von 10 für Fleiß.
Und nein, Valulis, Female-Only-Teams sind nicht die Lösung für das Problem, was eigentlich auf der Hand liegen sollte. Das würde das Problem nur noch weiter vertiefen. Wie man die Gambling-Branche aufs nächste Level heben kann? Keine Ahnung, aber ich weiß, wie man es bei YouTube schaffen kann. Valulis in die Tonne treten und ab sofort für diese schlecht recherchierte Beleidigung ihrer Zuschauer mit Nichtachtung strafen. Vom Abo kannst du weiter träumen und den Daumen runter gibt's gratis dazu. Kommen wir zum Fazit. Das Video ist wirklich schlecht recherchiert. Begriffe und Namen werden zuweilen nicht korrekt ausgesprochen und es werden Quellen herangezogen, die Jahre alt sind und unter vielen aus der eigenen Community als fragwürdig gelten. Dazu kommen unpassende Beispiele wie The Witcher 3 und unnötige Aufreger wie das Easter Egg aus Ratchet & Clank. Der Bericht ist einseitig formuliert und stellt die Thematik nicht sachgemäß aller Gamer und Gamerinnen gegen Sexismus, sondern verhetzend nach dem Motto die guten und gerechten Frauen gegen die perversen männlichen Schweine dar. Und dabei gibt es im Netz genug Beispiele, die wirklich Licht auf das Problem werfen könnten. Wie wäre es mit Montana Black gewesen, der vor kurzem einen Bann auf Twitch für sein frauenverachtendes Video aus dem Urlaub kassiert hat? Er hatte sich dafür entschuldigt, aber es gab bedenkliche Meinungen aus seiner Community, die ihn unverhältnismäßig in Schutz nahmen. Darüber hinaus ist man wenig beim Thema E-Sport geblieben. Stattdessen hat man, als man erkannte, dass das nicht genug Stoff bietet, Gaming als Ganzes in den Dreck gezogen. Und das alles von Leuten, die offenbar wenig bis gar keine Ahnung von Videospielen haben. Valulis peilt das Bild des Streiters für die Gerechtigkeit an, zieht aber meilenweit daran vorbei. Der Großteil der Fans von Videospielen ist nun mal ein männlicher und daher gibt es auch mehr Männer als Frauen, welche sich am Einstieg in die E-Sport-Szene versuchen. Female-Only-Teams oder pflichtgemäße weibliche Besetzung in Teams zu verlangen, ist genauso sexistisch, wie es zu verbieten oder es zu verachten. Abgesehen davon gibt es einen unglaublich großen Haufen an E-Sport-Titeln, die nicht einmal in Teams gespielt werden. Da ist also jede und jeder auf den eigenen Skill angewiesen und nur mit einer Menge davon und nicht mit dem, was man zwischen den Beinen trägt, kommt man ganz nach oben. Was Valulis bleibt, ist ein Einzug in die Hall of Shame. Den zumindest hat er sich wirklich verdient.